Willkommen zurück zur Folge Nummer 4. Und so wie das ausschaut, ist unsere Beweistafel langsam voll, das heißt, wir nähern uns dem Ende. Jetzt gucken wir aber zuerst nochmal zur Operation Roter Zirkus. Wir haben noch einen Beweis gesammelt im KGB-Hauptquartier. Genau, 3 von 3. Reise mit Hintergedanken. Die leitenden Agenten haben tote Briefkästen benutzt, um Informationen mit dem KGB auszutauschen. Der MI6 glaubt, dass die Uhr, die wir beim KGB geborgen haben, eine kodierte Liste aktueller Infos enthält. Versuch sie zu entschlüsseln. Gut, die bärtige Dame hat 3 Dateien geliefert. Mögliche Spione in Lubjanka an Sakajew weitergeleitet. Frankreich, 21.01.81. Der starke Mann hat Listen für neue Rekruten im Parlament erhalten. Rom, Italien, 9.01.81. Jongleur-Datei erhalten. Enthielt belastendes Material für Primärziele. Cambridge, England, England am 23.10.80. Alles klar. Jetzt gucken wir, wir haben hier Franz Kraus Buch. Ja, ja, bla 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 bla, halt den Mund. Das wissen wir schon. Die Aktivitäten, die haben wir uns auch schon angehört. Mal gucken, ob wir uns die gleich noch anhören. Wir gucken jetzt aber erstmal nach dem Verdächtigen. Weil, so wie das hier ausschaut, haben wir hier gewisse Reisepläne. Also aktuelle Reiseliste seht ihr hier da jeweils. Und die müssen wir jetzt damit abgleichen, ob irgendjemand zu den betreffenden Zeitpunkten an den entsprechenden Orten war. Genau. So. Also, jetzt gucken wir zuallererst in Kraus Rechnungsbuch. Das Rechnungsbuch aus Kraus' Wohnung könnte Hinweise auf die Identitäten der leitenden Agenten enthalten. Kraus war wohl ein Mittelsmann, der sie mit Geld versorgte. Nachdem ich einfach ein schlechtes Gedächtnis habe, muss ich mir das Ganze wohl aufschreiben, weil ansonsten wird das wohl nichts mehr. Gucken wir mal die bärtige Dame. Dijon, am 4.9.80, der starke Mann, scheint anscheinend 3 Verdächtige zu haben, die bärtige Dame, den starken Mann und den Jongleur. Das heißt, ich nehme mal an, wir müssen auch 3 Verdächtige finden. Der war in Wien am 8.1.81 und der Jongleur. Krakau in Polen. Am 4.10.80. So. Das heißt, wir gucken jetzt mal. Die Kassette, weiß ich nicht, wozu wir die brauchen. Die bärtige Dame hat 3 Dinge geliefert. Wir gucken jetzt mal über die Reiseliste, ob wir schon einen Verdächtigen feststellen können. Okay. Dijon, Frankreich, 4.9.80, das passt. Nehmen wir mal als Ziel. Krakau, Polen, 4.10.80, die gute Dame. Er hier taucht nicht in Kraus Rechnungsbuch auf. Er hier, 4.10.80, könnte unser Jongleur sein. Avignon, Frankreich haben wir nicht. Also Dijon, Wien, Krakau, Wien, Österreich, 8.01.81. Er würde auch passen. Das ist jetzt die Frage. Er passt allerdings auch. Okay. Wir brauchen also unsere Kassette. Dann brauchen wir die doch. Beziehungsweise wir brauchen das hier. Bärtige Dame. Dann haben wir noch Paris am 21.08. Den starken Mann, Rom 9.8.81.
9.1. Nicht 9.8. Und der Jongleur war in Cambridge am 23.10.80. Gut, das heißt, es ist vermutlich so, dass alle Daten dann genau übereinstimmen müssen, weil wir ein recht genaues Bewegungsprofil von denen haben. Klingt wie ein Bericht an Moskau über die Aktivitäten der leitenden Agenten. Das dürfte die Liste der Verdächtigen eingrenzen. Der letzte Bericht der bärtigen Dame weist auf eine baldige Abstimmung im Parlament hin. Er glaubt seinen Einfluss. Gut. Brauchen wir es, glaube ich, nicht, weil da keine Daten mehr drin stehen. So. Gucken wir mal. Wir haben Dijon 4.9.80, das passt. Paris 21.8.81. Sekunde mal, ich habe hier. Da steht. Ich habe 21.8. aufgeschrieben. Hier steht 21.1. habe ich mich verschrieben. Ja. Denke ich mir. Gut. Unser erster Mann ist es schon mal. Er hier ist richtig. Gut, dann haben wir sie. Stockholm, Schweden haben wir gar nicht. Krakau. Deswegen hatten wir sie zuerst. Cambridge am 23.10.80. Sie passt auch. Nehmen wir doch mal sie. Harvey Spray. Ost-Berlin haben wir nicht. Florenz haben wir zwar. Paris würde stimmen. Aber wir haben nur eine Übereinstimmung. Was ist mit dem Mr. Lee? Wir haben Krakau, Polen. Also unsere bärtige Dame ist ja übrigens schon mal weg. Cambridge, England, 23.10.80. Mr. Lee. Wir gehen jetzt noch die anderen durch, um zu gucken, ob wir irgendwo vielleicht doch was übersehen haben. Ach, der erste 81 und der erste 81. Er könnte auch der starke Mann sein. Wir können nur drei Verdächtige markieren. Genauso wie sie. Eliane Miller war auch am 8.1.81 in Wien und am 9.1.81 in Rom. Gut, sie hier ist raus. Er hier ist auch raus. Also. Die zwei hier. Könnten es beide auch noch sein? Gucken wir uns nochmal. Gucken wir uns doch nochmal die Beweise an. Gut. Das Profil für Mr. Rudnick liefert uns gar nichts. Dijon, 4.9.80. Starker Mann. 8.1.81. Wien. Der Jongleur Krakau, 4.10.80. Das hätten wir zum einen. Bärtige Dame, drei Dateien. 21.01.81, 9.01.81, Cambridge, 23.10.80. Hören wir doch mal, was die Kassette zu sagen hat. Der letzte Bericht der bärtigen Dame weist auf eine baldige Abstimmung im Parlament hin. Er glaubt, sein Einfluss reicht aus, um andere auf seine Seite zu bringen. Der starke Mann befürchtet, überwacht zu werden. Der KGB soll etwas dagegen unternehmen. Der Jongleur fürchtet, die nächste Wahl zu verlieren. Sie empfiehlt aktive Maßnahmen gegen ihre Konkurrenten. Die Kassette liefert uns noch Hinweise, und zwar das Geschlecht. Wir haben einen Mann und zwei Frauen. Das heißt, er hier ist es nicht, sondern sie hier. Weil Wien 8.1.81 und Rom 9.1.81 ist der starke Mann und die ist weiblich. Er hier
Das ist unsere bärtige Dame, männlich. Sie hier ist unser Jongleur. Das heißt, wir haben unsere drei Verdächtigen. Gut, zoomen und drehen kann ich nichts. Können wir allerdings die Mission starten. Wenn Vadim Rudnik tot ist, kannst du deine drei ausgewählten Verdächtigen nicht mehr ändern. Ja. Ich bin mir sicher, ich möchte fortfahren. Wir machen das jetzt. Okay. Woods und Mason übernehmen das Kommando. Offenbar versteckt sich Rudnik in einer abgelegenen Sowjetbasis in den Bergen von Usbekistan. Nicht abgelegen genug. Wir setzen unsere Jungs in der Nähe ab und statten ihm einen Besuch ab. Stutzen wir diesen Perseus-Lakaien zurecht. So. Rudnik ist besser in der Basis, wenn wir schon den ganzen Weg hierher sind. Das Kommando klang zuversichtlich. Sobald wir den Funkturm gesprengt und für eine Ablenkung gesorgt haben, werden wir es wissen. Na gut, ab nach unten. Spielen wir ein bisschen versteckt. Operation Roter Zirkus. Irgendwo in den UdSSR. Okay, wir sind in Position. Roger, hier ist ein Luftpostpaket bereit zur Zustellung. Wir brauchen nur eine Adresse. Lewis, markiert den Funkturm. Ja, erkannt. Wem das hier bekannt vorkommt, das ist hier die Multiplayer-Map. Crossroads heißt sie, glaube ich. Na dann. So, was passiert jetzt hier? Kriege ich jetzt hier bitte was zu sehen? Da kommt was. Ja, ich seile ja schon. Geben Sie mir einen Moment. Geben Sie mir einen Moment. Schaut eigentlich dein Deckung geben aus. Himmel, Arschenzwirn. Warum habe ich denn noch einen Sniper dabei? Das braucht doch keine Sau. Oh, oh je. Nochmal. Ah. Ich kann springen. Tipptopp. Dieser Fokus ist wirklich schön. Das gefällt mir. Mason, wenn du mir Deckung gibst. Woods, wenn du mir Deckung gibst, solltest du aber auch auf die Leute da schießen, ne? Ein bisschen Zeit kaufen. Ja, ja, Moment jetzt. Jeder kriegt eine Kugel. Du kriegst eine Kugel. Waffe ist nicht gerade optimal, um hier so ein Gebäude zu sichern. Außerdem richtet das XM4 überraschend wenig Schaden an den KI-Gegnern an, habe ich das Gefühl. Das
Sofern man in den Oberkörper trifft, brauchen die echt ganz schön viel Munition. Das war bei den Waffen in den vorherigen Missionen irgendwie anders. Was ist denn da hinten los, hm? Von wo? Von oben? Eigentlich schon von oben, ne? Aber ich sehe da oben nichts. Ah, da unten haben wir einen Kollegen. Den hätten wir. Ja, Rudnik entkommt. Ich hier alles alleine machen muss. Das ist übrigens tatsächlich eigentlich auch Blödsinn, ne? Wenn wir wissen, wo sich Rudnik befindet, beziehungsweise den berechtigten Verdacht haben. Gib mir das hier. Das will ich. Ah, ganz oben. Jetzt habe ich ihn gesehen. Die behalten wir. Die gefällt mir. So. Also wenn wir wissen, dass der besagte Mr. Rudnik hier ist, könnten wir dieses ganze Gebiet auch einfach durch einen Luftangriff platt machen lassen. Und dann im Nachhinein mal die Reste aufhören. Gucken, ob der Mann tot ist, was hier sonst noch so rumfliegt. Genau. Und man würde nicht einfach hier so ein Zwei-Mann-Team hin entsenden, das jetzt mal wieder im Alleingang eine komplette russische Basis aufräumen darf. Wo ist eigentlich meine Deckung, Woods, hä? Deine Ausrede... Ah, da war sie, Deckung. Nicht schlecht. Okay, das hast du gut gemacht. Positiv beeindruckt. Da haben wir noch einen. Noch einer. Hoppala. Es ist immer das letzte Gebäude, ne? Sonst wäre es ja auch langweilig. Vogel. Ja, mal wieder natürlich NATO-Munition in der russischen Basis, ne? Warum auch nicht? Aber hier bin ich, dass ich mich beschwere. Jawohl. Manchmal stellen sich die Gegner richtig klug an. Also versuchen dich irgendwie zu umlaufen oder gehen dann auch in Deckung. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist Tontaubenschießen. Beide erwischt. Urkan. Nein! Nein! Ach, komm schon! Ich habe ihn nicht entkommen lassen, ich bin gestorben! Mann! So. Denselben Song nochmal. So, da haben wir hier den einen. Hier die Kollegen 2 und 3 und die haben mir gerade echt einiges mehr eingeschenkt, als ich gerne wahrhaben würde. Einer, der jetzt auf einmal noch von unten kommt, ne? Sonst wäre es ja langweilig. So, wir gehen jetzt da noch nicht gleich rein, sondern wir räumen hier draußen erstmal auf, damit hier nicht wieder gleich einer hinter mir steht. Und das Dach räumen wir auch mal kurz auf. Ah, das Dach hat Woods für uns aufgeräumt. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Geht hier eine Granate rein. Jetzt haben wir auch dabei. Wo, weil... Ich bin extra länger draußen geblieben und habe draußen alles nachgeschaut. Dafür, dass dann doch noch einer hinter mir kommt. Oh, das ist echt... Das ist manchmal echt ein bisschen deprimierend, wenn das Spiel sowas macht. Ich meine, im Jahr 2020, beziehungsweise 2021 inzwischen, könnte man ja eigentlich seine KI mal so programmieren, dass die sich zumindest ansatzweise so verhält, wie es man davon ausgehen würde und die nicht einfach im Nachhinein irgendwo spawnt.
bisschen. Das Oberteil der Mauer kann man mit so einem großen Kaliber schon mal durchschlagen. Das ist ein Sniper. Schön, schön. Aber wenigstens, wenn man mit der XM4 jemanden in den Kopf schießt, dann ist der wenigstens sofort tot. Das ist schon mal eine gute Sache. So. Ja, Rudnik entkommt. Schön zu sehen. Wo ist Rudnik denn? Ich suche hier Gebäude nach Gebäude. Hörst du auf? Da ist er drin, oder? Na gut. Gefangennahme ist wohl keine Option. So, Foto fürs Hauptquartier. Abschuss bestätigt. Wir haben ein Beweisfoto. Vielleicht können wir es Ihnen beim nächsten Mal auch aufmalen. Hallo, die Waldfee. Evakuierungsheli anfordern. Ja, ich kann mich auf dem Dach verteidigen. Da habe ich nämlich überall Deckung. Das heißt, Ivek kommt. Heli braucht ein paar Minuten. Jawohl, Alter. Natürlich braucht der Heli ein paar Minuten. Ja, die Waldfee ist die erste Mine schon hochgegangen. Schön, ein Gunship. Da muss man hier ein bisschen mehr vorhalten. Habe ich hier noch was anderes? Jawohl. Splittergranaten mit. Eine der Minen ist ja jetzt schon hochgegangen. Was kommt er denn? Ich kann ihn hören, ich kann ihn aber nicht sehen. Da ist er. Ja, eine moderne Bell. Oh Mann, ich habe vergessen, dass da eine Dachluke ist. Das hier ist nicht der Aufnahmepunkt. Ich habe schon mit Absicht das Dach markiert. Also, ich würde auch eher die Gatling Gun benutzen, anstatt da einfach nur so drin zu sitzen. Aber die Menschen wissen schon, was sie tun. Haben wir hingekriegt, Rudnik ist tot. Perseus Netzwerk löst sich so langsam aber sicher in seine Einzelteile auf. Das wird gut. So, das hier schaut mir aus wie so ein Ladebildschirm. Und das ist tatsächlich eine Stadtkarte von Moskau. Okay, und damit endet die heutige Folge. Ist ein bisschen kürzer jetzt geworden, mit 24 Minuten mal. Hoffe, euch hat's gefallen. Morgen kommt dann Perseus dran. Bis dahin, haut rein.